herzlich willkommen in meinem Video. Ich möchte Ihnen die Risiken vorstellen, die Ihnen als Geschäftsführer drohen, wenn Sie, wie das Gesetz es vorschreibt, Ihre besonderen Aufgaben nicht ausführen. Nicht immer kann man sich die Situationen, die ein Unternehmen in der Krise durchläuft, richtig einschätzen. Und genau hier liegt die Gefahr des Wirtschaftsstrafrechts. Als Geschäftsführer können Sie sich nicht damit begnügen, von sämtlichen Dingen keine Kenntnis gehabt zu haben. Der Position des Geschäftsführers wird nämlich gerade abverlangt, dass er vorausschauend arbeitet und Risiken im Blick hat, die eintreten könnten. Ich zeige Ihnen hier, worauf Sie Ihr Augenmerk legen sollten und was passiert, wenn Sie das nicht tun. Ob Sie ein Geschäftsführer oder ein Vorstand sind, es werden Ihnen einfach die Einhaltung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung und die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Unternehmensführung abverlangt. Diese Regeln sind auch mit Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet, wenn sie nicht eingehalten werden. Das bedeutet, wer dagegen verstößt, kann mit harten Maßnahmen belegt werden, wie etwa Geld- und Haftstrafen sowie der Ausübung einer Geschäftsführung. Warum ist das so? Das Wirtschaftsstrafrecht soll mit seinen Strafvorschriften unser Wirtschaftsleben schützen und gilt für alle Geschäftsverantwortlichen eines Unternehmens, sei es eine GmbH, eine GmbH-KKG, eine Unternehmergesellschaft oder eine Aktiengesellschaft. Mit diesen beiden Themenbereichen hatten Sie, Gott sei Dank, bis heute noch nichts zu tun. Das ist gut für Sie. Dennoch sollten Sie wissen, wie schnell von der Staatsanwaltschaft ausgesendete Ermittler bei Ihnen vor der Tür stehen können. Hier ein Beispiel. Mein Mandant heißt Oliver und ist 45 Jahre, Geschäftsführer einer GmbH, nennen wir sie XY. Oliver weiß alles über die Haftung des Geschäftsführers und über seine persönliche Haftung. Ihm soll es nach seinen Vorstellungen nicht passieren, wie manch anderen in seiner Branche, nämlich die Anmeldung einer Insolvenz. Deshalb installierte er aus Vorsorge ein strenges Consulting mit Fehleranalyse sowie Frühwarnsystem und betrieb ein Risikomanagement. Er registrierte sogar Krisensymptome wie etwa starken Liquiditätsverfall, kam in Liquiditätsprobleme, kämpfte mit allen Mitteln gegen Überschuldung und machte dabei jedoch Managementfehler. Dadurch verschärfte sich das Problem vom abstrakten Insolvenzrisiko zur konkreten Insolvenzgefahr. In Panik schob er klare Entscheidungen von sich weg, verzettelte sich auf Nebenschauplätzen und versäumte seine Insolvenzantragspflicht als Geschäftsführer und steuerte geradewegs in die Pleite. Das, was er immer um jeden Preis verhindern wollte, trat nun doch ein. Der Bankrott. So verfing er sich in der Vielzahl an Bankrottdelikten und erfüllte insolvenzspezifische Straftatbestände. Denn er versäumte seine Insolvenzantragspflicht und bekam infolgedessen eine Strafanzeige wegen Insolvenzverschleppung und Veruntreuung von Arbeitnehmerkrankenkassenbeiträgen. Wird der Geschäftsführer in solch einem Fall verurteilt, wäre er wegen Insolvenzverschleppung vorbestraft und könnte dann mindestens vor Ablauf von 5 Jahren nicht mehr als Geschäftsführer tätig sein. Dabei wollte Oliver doch in unserem Beispiel nur das Beste für sein Unternehmen. Und dann so ein Ende.
Das ist bitter. Straftatbestände finden sich nicht nur im Strafgesetzbuch, sondern auch, ohne sie an der Stelle aufzuzählen, in den einzelnen Gesetzen zum Gesellschaftsrecht. Allein das Strafgesetzbuch hält eine ganze Batterie an Strafdrohungen für eine Fülle von Wirtschaftsstraftaten bereit. Wer bei Überschuldung oder bei drohender oder eingetretener Zahlungsunfähigkeit täuscht, trickst, fälscht, verheimlicht oder sonstige krumme Sachen macht, kann mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit einer hohen Geldstrafe belangt werden. Handelt der Täter dagegen aus Gewinnsucht oder bringt der Geschäftsführer wissentlich viele Personen in die Gefahr des Verlustes ihrer ihm anvertrauten Vermögenswerte, drohen sogar bis zu 10 Jahre Haft. Alle Wirtschaftsstraftaten haben schwierig zu ermittelnde Tatbestände. In unserer Praxis haben wir immer ein besonderes Augenmerk auf die Insolvenzstraftaten gelegt, weil es bei ihnen immer wieder um den Zeitpunkt der strafbaren Handlungen geht. Und zwar erstens, ab wann hat die Geschäftsführung von den Krisensymptomen gewusst? Und zweitens, ab wann hätte sie handeln müssen? Gerade hier sehen wir wieder, wie wichtig die Dokumentation aller Sachverhalte ist. Unsere Mandanten erhalten zuallererst die Aufgabe, alles an Daten und Fakten einschließlich der Zeitläufe zu reproduzieren. Gerade in Corona-Zeiten wird die Geschäftsleitung künftig Rede und Antwort stehen müssen zu der Frage, ob die Bilanz des Unternehmens im Wirtschaftsjahr 2019 eine positive Fortführungsprognose ausgewiesen hat. Ansonsten wird die Aufsichtsbehörde, die an das Unternehmen in der Regel schnell und ungeprüft ausgezahlte Corona-Soforthilfe zurückfordern oder ein potenzieller Insolvenzverwalter wird die Unternehmensführer wegen Insolvenzverschleppung in die persönliche Haftung nehmen. Ich weiß, dass die Pflichten eines Unternehmers zunächst sehr erdrückend und beängstigend wirken können. Und das vor allem in der Krise. Doch wenn Sie alle Vorgänge im Blick haben und ihre Pflichten nach und nach abarbeiten, droht ihnen keine Haftung. Ich unterstütze Sie gerne dabei, jeder Pflicht zu gegebenem Zeitpunkt nachzukommen. Abonnieren Sie jetzt meinen Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, sodass Sie keine neuen Tipps verpassen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn Sie es mir mit einem Daumen hoch zeigen. Schreiben Sie mir unter diesem Video einen Kommentar, wenn Sie noch eine Frage haben. Falls Sie sich genau in dieser Situation befinden sollten, dann können Sie mich auch gerne für einen kostenlosen Erstcheck anrufen. Ich helfe Ihnen weiter. Die Telefonnummer finden Sie unten in der Videobeschreibung. Auch Leo Tolstoi befasste sich einst mit Aufgaben und formulierte zum Thema: Man muss eine Aufgabe vor sich sehen und nicht ein geruhsames Leben. Packen Sie es mit uns an Ihrer Seite an, so riskieren Sie keine Bestrafung. Ihr Rüdiger Schmidt.